Ah, warte, mein Vater ruft an, warte. Das ist jetzt unangenehm. Use the fence to get out. Go now. Okay, wo muss ich raus? Jetzt ruft mein Vater an. Papa, ich kann gerade nicht. Okay, vielleicht hier? Nee. Fährt der noch? Wir werden über die Ziellinie drüber. Ah, warte, mein Vater ruft an, warte. Ja, hallo? Ja, ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Ach so. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Markt. Lass uns morgen telefonieren, weil wenn du jetzt dann auf dem Markt bist, dann dauert das ja sowieso ein bisschen länger. Ich dich auch, Papa. Schönen Tag dir noch. Das war mein Papa, wie man vielleicht merken konnte. Papa, falls du das Video hier siehst, schöne Grüße auch nochmal an dich. Ich guck nochmal kurz auf die Map. Seht ihr irgendwas, wo was abgehen könnte? Nö. Ah, ich werde angerufen. Wetten, das ist mein Papa? Ja, Lilo. Ja, ich bin leider gerade bei der Affenseuche zugange. Ja, alles gut, alles gut. Mein Vater meinte so, jetzt hast du mich aber verwirrt. Er hat gar nicht verstanden, was abging. Ey, wir wurden schon zweimal am Tag angegriffen. 6 Nachrichten, okay. Ah, mein Vater ist beim Tennis. Hier, hey Paddy, bin heute mit Hans beim Tennis am roten Baum. Hier, guck mal. Da, seht ihr das? Da gibt's auch ein Bild auf Instagram von mir. Das werde ich mal kurz einblenden. Das muss einer meiner ersten Instagram-Bilder sein. Da war ich auch mit meinem Papa am roten Baum. Ja, mein erstes Instagram-Bild. 30. Mai 2013. Die hatten, glaube ich, ein bisschen Beef, die beiden. Der hat ihn nämlich ausgebremst. Oh, das war gerade WhatsApp. Oder gucke ich mal kurz auf dem Handy. Ist ja Nacht. Da ist ja auch nicht so viel los auf den Straßen, da kann man ja ruhig schon mal... Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt bei vielen Themen, bin ich so, dass ich mir denke, so ja, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Ja, Auslegungssache, blabiblub. Aber ey Leute, bitte tut mir einen Gefallen. Nicht das Handy am Steuer, ihr gefährdet damit andere Leute. Das hat sich mega gelohnt. Wir sind jetzt schon bei 1,8 Millionen. Das sollte auf jeden Fall genügend Kohle sein. Oh, mein Vater hat mir geschrieben. Guten Tag, mein lieber Paddy. Wir sind jetzt in München. Durch ein Gewitter hatten wir leichte Verspätung. Einen schönen Tag noch. Ja, mein Papa ist gerade da, denn der fliegt ja immer einmal im Jahr mit seinen Freunden nach München. Also mit seinen Lufthansa-Freunden sozusagen. Die hat er über die Lufthansa kennengelernt. Oh, es geht los. Ein Toyota. Ey, das muss ich euch kurz zeigen. Mein Vater hat mir gerade noch ein Bild geschickt. Die sind gerade im Airbräu. Das ist so am Airport. Seht ihr das? Da sind sie am Essen. Ich habe geschrieben, Gurten. Jetzt aber Handy weg, Mann. Paletto, du bist... Ja, Mann, ich will doch... Ich will nicht. Da muss jetzt... Wo ist jetzt? Gomez. Jawohl. Oh. Warum spielst du den an? Eieiei. So, wer hat mir jetzt hier über WhatsApp geschrieben? Oh. Manuels Mutter. Nein. Shrimpy Shrimp? Bist du noch da? Ja, aber ich bin noch nicht groß genug. Jetzt schreibt wieder jemand WhatsApp. Tut mir leid, ich habe heute in der Autohändler-Simulator-Folge, habe ich das schon vergessen. Ja, die sind auf jeden Fall aggro auf mich, weil ich die ganze Zeit ihre Kinder fresse. Da hat es schon WhatsApp nicht ausgemacht. Ja, wunderbar, das ist ja richtig schick hier. Ich habe eine Frage, kann der Vulkan auch irgendwann ausbrechen? Hey, Alter, das ist geil. Oh, warte mir, ach, jetzt hat mir gerade jemand... Wartet. Tatsächlich, ganz unten links gibt es auch noch einen Spawn. Der wäre sogar relativ in der Nähe von uns gewesen. Aber das ist ja noch mehr Gambling. Ich kann gleich meiner Mutter schreiben, dass ich später komme. Ja. Kann der T-Rex dafür verantwortlich sein, dass der die ganze Zeit die Viecher frisst, die hier eigentlich für uns spawnen soll? Oh, 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 oh. Oh, oh. Was geht denn hier ab? Ja, warte. Philipp, ich bin noch... Am Bus fahren, 102 Kilometer, 101 Kilometer noch. Da mache ich das sofort, okay? Sorry, habe ich komplett vergessen. Oh, jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, sorry, man, hier hängt jemand an meinem Dingens dran. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte loslassen? Danke. So, Manuel erzählt uns jetzt, was er aktuell hat, weswegen er beim Podcast nicht da war. Und ich habe einfach nur Streptokokken im Hals. Streptokokken. Oder wie das heißt. Ja, dachte ich mir auch. Hey, nachdem ich dich das letzte Mal umgebracht habe, muss ich dir am heutigen Tag das Leben retten. Kannst du auch mal Danke sagen. Erreiche 100% Genesung, bevor German Let's Play stirbt. Ich rette dich, Manuel. So, und? Testergebnisse negativ. Oh, oh, das ist nicht gut. Oh, warte, was sagt er? Valere, ich sitze gerade auf der Toilette und bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Super. Na?
Oh. Ja, das Problem ist, noch habe ich dich leider nicht gerettet, weil ich dachte, du hast so Muskelschwäche, aber irgendwie ist das gar nicht so schlimm mit deinen Muskeln. Das alles gut. Aktuell sind deine Symptome Blut im Urin, Hörverlust, Angst, Paranoia und es starten Persönlichkeitsveränderungen. Es sieht nicht gut aus, aber ich gebe alles. Wir haben eine erste Diagnose. Ich habe dein Gehirn per MRT scannen lassen. Du hast leider Parkinson. Sorry. Dann hat man die starken Persönlichkeitsveränderungen ja sogar schon in der vorherigen Sprachnachricht. Nein, rette mich. Ja, ich probier's doch. Das ist nicht so einfach. Wir brauchen die Nieren, weil hier geht's ganz, ganz nach unten. Nierenbiopsie. Alter, sein Kreislauf versagt. Ist bei 8%. Beides negativ. Junge, was könnte es sein? Ich weiß es nicht. Oh, hat man hier noch was? Ja, nicht schlimm, ne? Was habe ich nicht? Find das mal lieber heraus. Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Das ist jetzt unangenehm. Manuel, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber du bist mir nach 238 Tagen draufgegangen. Du hattest Parkinson und so, Muskelsystem ist kollabiert und naja, tut mir echt leid. Aber Podcast nehmen wir trotzdem noch auf, oder? Gott, Bruder. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde auch sagen, das war's für heute, weil ich muss jetzt gleich den Podcast aufnehmen. Es gab nämlich ein paar Probleme, hat er geschrieben. Brauch 10 Minuten länger. Weil ich muss noch ein Vorschaubild fertig machen. Leute, ich höre jetzt auf zu labern.